Werbepause, das heißt, unser 5-Minuten-Workout startet ab jetzt, Teil 2. Mach mit, viel Spaß! Du kannst direkt so liegen bleiben. Am besten ist, du bist auch schon direkt in deinen Sportklamotten auf der Couch. Und dann würde ich sagen, wir strecken das linke Bein aus und wir führen Knie zum Ellbogen. Und wieder strecken. Ellbogen und strecken. Knie zum Ellbogen und streck dich lang. Super. Spann dabei ganz fest deinen Bauch auch an. Dann trainierst du ihn automatisch mit. Und dann geht's jetzt. 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2 und 1. Wir lösen, strecken das Bein und wir gehen in die Abduktoren. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir halten das Ganze und pulsieren hier nochmal. Und Puls, Puls, Puls. Noch 3, 2, 1. Und wir lösen. Komm auf die andere Seite. Komm auch hier in den Unterarm. Stütz, der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Und es geht wieder Ellbogen zum Knie. Und strecken zum Knie. Und komm in die Streckung. Und spann jetzt wieder deinen Bauch an. Und du trainierst auch wieder hier wunderbar deine seitliche Bauchmuskulatur. Come on. 10, 9, 8, 7, noch 6, noch 5, yes, 4, come on, noch 3, die letzten 2 und geschafft. Ja, weil wir gehen jetzt in die Abduktoren und das Bein bleibt hier unten immer nur kurz in der Luft. Wir setzen es nicht mehr ab. Und 10, 9, 8, 7, noch 6, 5, Hälfte geschafft, 4, come on, 3, die letzten 2 und der letzte. Und jetzt kommst du zurück, bleib in der Luft und wir pulsieren. Und Puls, 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 Puls. Du spürst das in den Abduktoren. Noch 3, 2, 1 und nächste Übung, come on. Bei der nächsten Übung gehen wir in den etwas breiteren Stand als schulterbreit und wir gehen in die Push-Ups. Du kannst deine Knie ganz leicht anwickeln. Bitte nicht überkreuzen, dann hast du nachher einen Beckenschiefstand. Wir bleiben in der geraden Position und wir gehen tief und hoch. Come on. Tief und hoch. Super. Tief und hoch. Schön. Spann den Bauch an und ab und ab. Sehr gut. Noch 5, 4, 3, die letzten 2 und der letzte. Und halte, halte, halte und löse. Nächste Übung. Setz dich nun auf die Kante deines Sofas, komme in den Unterarmstütz und nun streckst du das Bein und winkelst es an. Und anwinkeln und strecken. Anwinkeln und strecken. Sehr schön. Langsam und kontrolliert. Zieh zunächst dein Bauchnabel fest zur Wirbelsäule. Finde diese Position und halte sie permanent. Und anziehen und strecken. Hier kommt es nicht darauf an, dass du das schnell machst, sondern immer langsam und kontrolliert. Denn je länger du die Spannung auf den Muskel hältst, desto länger trainierst du ihn. Okay, anziehen und strecken. Super. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2 und der letzte. Und das heißt halten, 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 halten und Schere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Und wir lösen die Position. Die nächste Übung findet im Stehen statt. Bei der jetzigen Übung gehen wir in die Side Cross Lunges, ihr Lieben. Side Cross Lunges. Okay, macht mit. Und bleibt tendenziell, kommt gar nicht erst nach oben, bleibt tendenziell hier unten. In der angehockten Position, so haben wir auch eine maximale Belastung auf den Oberschenkel. Schön tief. Schön tief. Noch 4, 3, 2 und der letzte. Komm direkt in die Mitte und wir gehen zum Abschluss in die Squat Position und zwar in die kleinen Baby Squats. Noch 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, noch 4, noch 3, noch 2. Geschafft, ihr Lieben. Und jetzt geht der Film weiter für euch. Abonniert den Kanal und kommentiert, ob ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Bis dahin, macht's gut!